Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 Online. Und einen Daumen nach oben, dein Abonnement sind natürlich wie immer umsonst, auch wenn die Kartoffelkanone gerade mal feststeckt. Ich habe gerade das Spiel auf Vollbild gestellt und es ist etwas Magisches passiert. Ich habe jetzt gerade wieder die Effekte und alles an, dass es in der Distanz wieder besser aussieht. Und ich habe einfach 60 FPS auf einmal. Ich habe 65 FPS steht hier. Was ist da los? Man macht Vollbild rein und man hat einfach einen fetten FPS-Boost. Ich hoffe, es klappt jetzt ohne Probleme. Ich muss sonst vielleicht noch über den Treiber auf 60 FPS limitieren, damit er beim Encodieren nicht überladen ist. Aber ich hoffe mal, dass es jetzt läuft. Ich werde jetzt weiterhin ein Auge drauf haben. Wenn es wieder anfängt rumzuspinnen, dann werde ich das wieder ausmachen mit dem Anti-Aliasing. Aber es sieht so aus, als könnten wir in baldiger Zeit ein flüssigeres Spielerlebnis hier erleben, weil es ist deutlich flüssiger als vorher. Es tut mir leid, dass es vorher noch nicht so war. Das wusste ich halt nicht, dass Vollbild so viel ausmacht. Und vielleicht können wir das mit dem Anti-Aliasing jetzt drin lassen. Ich hoffe es sehr. Und genau, wir müssen jetzt wieder runter zum Eteritenplatz, wo da war nämlich der Typ mit der Unternehmung. Da gehen wir das Quest mal eben ab. Kann man das jetzt eigentlich, genau, das wollte ich mal ganz kurz gucken. Kann man das jetzt öfter machen? Ah, scheinbar nicht. Ich guck grad mal. Ich glaube, das ist einmal am Tag, ne? Als Helfer hier. Ne, da war das nicht. Moment. Wo war denn das nochmal? Notizbücher? Ah, Inhaltssuche war das, genau. Stufensteigerung. Doch. Oder... kriege ich nur die fette Vergütung, wenn ich das jetzt nochmal mache, oder was? Ah ne, Vergütung bereits erhalten. Okay, das ist cool mit den flotten Talern. Fight! Muss auch ein bisschen das MMO hier nutzen, ne? Ich hab gar keine Emotes, die dazu passen, oder? Wir müssen das auch immer genießen. Es tut mir leid gerade für Leute, die vielleicht sagen, spiel jetzt bitte wieder Story. Da muss man auch mal ab und zu mal mit den Leuten, was hier einfach mal in der Gruppe stehen. Guck mal, wie sich alle hier versammelt haben. Es steht keiner mehr doof rum an den Seiten, also alle stehen jetzt hier. So, aber ich muss jetzt leider weiter, Leute. So, ich muss los. Brudi, ah, das Lied ist vorbei. Nice. Hat genau gepasst gerade. So. Das war doch cool, oder nicht? War doch mal nett. Nee, das ist einfach nur ein Nebenquest. Achso, das ist abschließend wieder. Ich habe dich schon erwartet. Gerade war ein Gehilfe hier, der mir erzählt hat, wie du bei ihm... Ach so. Ich habe das nicht abgeschlossen, schnell genug scheinbar. Ich war direkt schon in der Indie. Das war das Problem.
Du hast Gehilfenunternehmung freigespielt. Du kannst nun Gehilfen gegen Wertmarken losschicken, um dir bestimmte Gegenstände zu besorgen und Ressourcen zu sammeln. Rufe zuerst mit der Krämerklingel einen deiner Gehilfen herbei. Machen wir mal eben. Gehilfenunternehmungen sind freigeschaltet. Damit kannst du Gehilfen entsenden, um bestimmte Erledigungen für dich zu tätigen, wie zum Beispiel einen Gegenstand zu besorgen. Schickst musst du ihn auf ein kommendes Abenteuer vorbereiten. Dafür musst du eine Charakterklasse für den Gehilfen wählen. Oha. Jetzt, what? Grundsätzlich stehen dir Charakterklassen der Disziplin Krieger, Magier und Sammler zur Verfügung. Die Disziplin ist nicht dauerhaft festgelegt und kann später im Gehilfendialog wieder geändert werden. Von der gewählten Disziplin hängt es ab, welche Gegenstände der Gehilfe besorgen kann. Du kannst dem Gehilfen aber keine Charakterklasse geben, die du selbst noch nicht freigeschaltet hast. Ach so, okay, aber... Hä? What? Ja, aber da gebe ich dir doch einfach sowas wie Faustkämpfer oder so, oder ich gebe dir Marodeur. In einer Klasse der Krieger oder Magier sucht deine Gehilfe die Gegend nach Gegenständen ab, Feldererkundung oder besorgt bestimmte verschiedene Kreaturen der Wildnis, Beutezug. Die Unternehmungen sind für Krieger und Magier dieselben. Ja. Diesmal ganz kurz das hier. Du kannst dem Gehilfen an Krieger, Magier oder Sammlerklasse zuweisen. Ein Wechsel ist zwar jederzeit möglich, aber die Stufe der bisherigen Klasse wird dabei zurückgesetzt. Je nach Klasse des Gehilfen stehen andere Unternehmungen für ihn zur Wahl. Mit jeder Unternehmung erhält er Routine und kann in der Stufe aufsteigen, allerdings nie höher als du selbst. Aha, gut, dass ich Marodeur genommen habe. Toff Toff ist nur Marodeur. Damit sich dein Gehilfe auf eine Unternehmung begeben kann, musst du ihn mit einer Waffe oder einem Werkzeug ausrüsten. Wähle dazu im Gehilfendialog die Option Attribute und Ausrüstung ansehen. Um deinen Gehilfen mit einer Unternehmung zu beauftragen, musst du ihm die richtige Ausrüstung für die Haupthand zuweisen. Die Waffe bzw. das Werkzeug muss zu seiner Charakterklasse und Stufe passen. Das können wir den auch noch ausrüsten. Aber hier kann man nicht optimal einfach anklicken. Ja, der hat aber... Ich kann dir gleich eine Waffe geben, weil die sind alle zu hoch vom Level, oder? Nee, aber... Nee. Oder habe ich hier irgendwas... Weil das ist ja alles ausgegraut. Sieht nicht so aus, als könnte ich ihm was geben. Ja, lege zuerst eine Hauptwaffe an. Das ist clever, dass sie das sagen. Ich habe aber keine mehr. Ich habe keine für Stufe 1, scheinbar. Dann müssen wir eben eine Waffe besorgen. Ja, wir müssen eben eine Waffe holen. Okay, wir müssen hier weiter. Ich hätte gerne eine für Stufe 1, und zwar für Marodeur. Hier, einfach die verschlissene Streitaxt. Oh, ich hab Geld. Also das war von Quest vorhin, okay. Ich wollte sagen, habe ich vielleicht was im Markt verkauft, aber ich glaube, das Geld muss ich bei meinem Gehilfen abholen dann. Und ich habe das jetzt im Inventar, ne, die Waffe, oder? Ne, die haben wir direkt in meinem Arsenal. Gut. So, jetzt können wir das Ding hier ausrüsten, gut. Ich gebe ihm jetzt einfach den größten Müll, den ich habe, ne? Also, der ist ja eh noch Level 1, also von daher muss er eh erstmal leveln. So. Du hast Toff Toff mit Ausrüstung für seine Haupthand ausgestattet. Der Gehilfe ist jetzt auf sein Abenteuer vorbereitet und kann auf eine Unternehmung geschickt werden. Dem Gehilfendialog wurde die Option mit Unternehmung beauftragen hinzugefügt. Wähle sie, um eine Unternehmung auszusuchen. Okay, mit Unternehmung beauftragen. Es gibt zwei Arten von Unternehmung, Moment.
Unternehmungen sind Aufträge, die du deinen Gehilfen erteilen kannst. Du kannst ihn ausschicken, um bestimmte Gegenstände zu besorgen oder um die Gegend nach allem Nützlichen zu durchforsten. Gut ausgerüstete Gehilfen können mehr Arten von Gegenständen sammeln und außerdem höhere Stückzahlen zurückbringen. Den Lohn bezahlst du in Form von Wertmarken, die du im Austausch gegen Staatstaler oder bei Aufträgen der wilden Stämme oder Freibriefer erwerben kannst. Auch während dein Gehilfe mit einer Unternehmung beschäftigt ist, kannst du ihn herbeirufen und Waren zum Verkauf auf den Markt stellen. Zwar kannst du eine laufende Unternehmung auch abbrechen, die Wertmarken werden allerdings nicht erstattet. So, Beschaffung und Erkundungen. Beschaffung, Beutezüge, Mineraliensuche, Ernteaufträge bzw. Fischzüge sind einfache Abenteuer, die eine Stunde dauern und eine Wertmarke kosten. Der Gehilfe beschafft dir einen bestimmten Gegenstand. Erkundungen sind schwierige Abenteuer, die 18 Stunden dauern und 2 Wertmarken kosten. Der Gehilfe bringt mit, was er unterwegs finden konnte. Bei beiden Arten von Unternehmungen hängt der Gegenstand, der besorgt werden kann oder die Region, die erkundet werden kann, von der gewählten Charakterklasse ab. Um einen Gehilfen auf Unternehmung zu schicken, benötigst du Wertmarken. Wertmarken erhältst du zum Beispiel im Tausch gegen Staatstaler oder als Belohnung für Aufträge der wilden Stämme und Freibriefe. Toftoff ist momentan Marodeur. In einer Klasse der Krieger oder Magier sucht dein Gehilfe die Gegend nach Gegenständen ab, Feldererkundung oder besorgt bestimmte von verschiedenen Kreaturen der Wildnis, Beutezug. Die Unternehmungen sind für Krieger und Magier dieselben. Ja, wir machen, glaube ich, erstmal Beutezug, oder? Ich muss mal gucken, welche Stufe 1 bis 5. Ja, wir machen einfach weiche Tier heute. Kann man gebrauchen, bestimmt. Aber die kann man auch kaufen. Das Problem, Händlerpreis 4. Aber dann, damit levelt er ja wenigstens. 500 Routine bekommt er. Ja. Und ich krieg dann 5. 5 Tier heute nur. Egal, machen wir. Diese Unternehmung wird eine Stunde dauern. Erkundige dich nach Ablauf dieser Zeit hier nach dem Ergebnis. Dem Gehilfendialog wurde die Option Unternehmung einsehen hinzugefügt. Hier kannst du dir den Inhalt und die verbleibende Dauer auf einer laufenden Unternehmung ansehen. Die verbleibende Dauer bis Abschluss der Unternehmung kann außerdem im Timer unter Spielinhalte im Hauptmenü angesehen werden. Der Gehilfe kann auch während der Unternehmung wie gewöhnlich mit der Krämerklinge für andere Aufgaben herbeigerufen werden. Dadurch wird der Gehilfe nicht bei seiner Unternehmung behindert, also kann er ohne Bedenken gerufen werden. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz. Was wollen wir nochmal? Oh mein Gott, wie viel hier machen können, ne? Hat der Guild dabei? Ne, hat er nicht. Das heißt, im Markt ist immer noch nichts verkauft, ne? Ne, nichts davon wurde verkauft bisher. Ich habe halt ein bisschen das Gefühl, dass die Leute ihre Preise jetzt anpassen. Ne, hat... Ich muss halt später mal, es gibt so eine Seite im Internet, da kann man die ganzen Preise gucken. Leider ist das alles auf Englisch, das ist ein bisschen blöd. Also die Preise auf anderen Servern, weil ich kann andere Server besuchen und in deren Märkten einkaufen, glaube ich. Oder auch Sachen anbieten in deren Märkten. Das ist halt alles ein bisschen blöd. Dafür brauchen wir halt eine Seite, wo man alle Märkte quasi managen kann. Naja. Okay, dann machen wir mal das Hauptquest ein bisschen weiter, würde ich sagen. Oder wir schalten nochmal was frei, das ist auch möglich. Oh mein Gott, jetzt geht's hier vorne immer noch ab. Was ist denn hier los? Aber ach so, da sind sie. Aber wisst ihr, was ich überlege? Ich wollte mal ganz kurz Folgendes mal schauen, aber... welche Gilden gibt's nochmal hier? Gibt's hier irgendwas? Meteoritennetz? Gourmet-Gilde. Hermetiker-Gilde, Kaufmannsplatz. Dann gehen wir mal zur Gourmet-Gilde. Weil wir haben da, glaube ich, auch Level 5. Ich würde gerne wissen, wie diese Quests aussehen. Ob ich die alleine machen kann, ohne euch. Oder ob ich die lieber mit euch zusammen machen sollte, weil da irgendwelche Geschichten erzählt werden. So, dann wechseln wir auf Gourmet. Oh. Ein Teil davon habe ich leider weggegeben. Aber egal. So. Okay, dann schauen wir mal die Quest hier an. Oder ob das einfach nur kleine, einfache Geschichten sind. Linsgard möchte, dass du für einen anderen Gourmet kochst. Du kommst zur rechten Zeit, Potato. Ich habe gerade jemanden gesucht, der mir helfen kann. Einer unserer Gildenmitglieder hat eine Bestellung versaut und ist nun kaum zu beruhigen. Er nimmt solche Dinge sehr ernst. Deshalb ist es wichtig, ihn schnellstmöglich wieder aufzumuntern. Ingam heißt er. Er ist schon etwas länger in unserer Gilde als du. Ein zielstrebiger Bursche, der leider nicht gut mit Rückschlägen umgehen kann. Wenn er sich nicht schnell wieder einkriegt, wird er uns noch die Suppe versalzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn dafür ist er zuständig. Tränen machen sich nicht gut als Suppenwürze. Das ist fast so schlimm wie das sprichwörtliche Haar. Nun ja, jedenfalls ist es mein Plan, ihn mit einer mit Liebe zubereiteten Mahlzeit wieder in die Spur zu bringen.
Wenn du ihm eine gegrillte Forelle zubereiten könntest, übrigens seine Lieblingsspeise, würde ihn das sicher motivieren, wieder sein Bestes zu geben. Du findest Ingram in der Küche, falls er sich vor Traurigkeit nicht schon vom Balkon gestürzt hat. Koche ihm sein Leibgericht und bring es zu ihm. Ich bin sicher, er wird sich darüber freuen und wir werden uns keine Sorgen mehr um versalzene Suppe machen müssen. Das hat die Frage, wollt ihr so Geschichten hören? Wollt ihr das unbedingt miterleben, so generische? Ich hab da einen Typen, der braucht sein Lieblingsrezept und sowas. Bitte koch das mal für den. Oh ja, danke für mein Lieblingsrezept. Oh, das ist aber schön. Das hat die Frage, ob ihr das unbedingt sehen wollt oder nicht. Das ist halt die Frage. Weil sonst könnte ich die nämlich alle mal machen, die Quests, ohne euch. Jetzt kommt die Wusi und sagt, die will das alles sehen. Natürlich. Die Wusi wieder. Gegrillte Forelle. Wir brauchen Speisesalz dafür. Das müssen wir kaufen, Speisesalz. Ich kann Speisesalz auch sammeln. Ich kann glaube ich, Speisesalz auch herstellen. Warte, ich habe alles dafür da, was ich dafür brauche. Ja, furchtbar, die Wusi, ey. Und ich kann ihr nicht mal diesen Wunsch... ich kann ihr den Wunsch ja nicht mal irgendwie verneinen. Das geht ja gar nicht. Das kann ich ja nicht machen. So, das Salz machen wir schon mal zu einer hohen Qualität. 6 Töpfe Speisesalz stellt man direkt her, das ist schön. So, gegrillte Forelle machen wir direkt hier. Auf geht's. Machen wir direkt eine gute gegrillte Forelle. Eine exzellente, um genau zu sein. Dann müssen wir aber jetzt als nächstes alle Handwerksquests machen. Damit ich die alle mal erledigt habe. So. Jetzt müssen wir den Ingam hier. Da ist er doch. Wie bitte? Eine gegrillte Forelle? Für mich? Ja, das ist mein Leibgericht, aber womit habe ich das verdient? Ich hoffe, ich kriege einen Bonus dafür, dass es eine hohe Qualität hat. Die ist ein Gegenstand von hoher Qualität, wirklich übergeben. Ja, okay. Also müssen wir nicht mal machen mit hoher Qualität, gibt keinen Bonus. Der Guildmeister will mich damit aufmuntern, sagst du. Na, dann zeig mal her, was du Feines gebrutzelt hast. Moment mal. Du hast das gemacht? Ohne irgendwelche Hilfe? Dieses köstliche Aroma. Meine Sinne spielen verrückt. Zart geröstet, appetitlich angerichtet. Ich verspüre einen unbändigen Drang, meine Zähne in diese Delikatesse zu ver... Komm. Wie gesagt, gut gemacht. Selbst der Gildenmeister würde nichts daran beanstanden können. Selbst wenn er das darauf, wenn er es auch anlegen würde. Glaub mir, darin bin ich Experte. Ich verstehe das nicht. Du bist erst seit kurzem hier, solltest kaum in der Lage sein, einfach einen Sirup zu machen. Und jetzt bringst du mir sowas? Wie kann das nur sein? Weißt du, wie lange ich dafür gebraucht habe, um zu lernen, was du gerade innerhalb kürzester Zeit perfektioniert hast? 6 elende Monde. Verdammt, bin ich so ein Versager? Mein Kopf platzt gleich vor Wut. Nein, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich lasse mich doch nicht von einem Anfänger wie dir vorführen. Entschuldige, da sind wohl gerade die Pferde mit mir durchgegangen. Mein Dank für die Forelle. Bitte akzeptiere außerdem dieses Laienküchenmesser von mir. Dieses Sekundärwerkzeug kannst du zusammen mit einem Hauptwerkzeug, wie zum Beispiel einer Kasserolle, benutzen und du wirst förmlich mit ansehen können, wie sich deine Kochkünste verbessern. Das Messer ist übrigens kein Geschenk, es ist lediglich die Gegenleistung für den Fisch. Des Weiteren würde es mich nicht im geringsten befriedigen, wenn ich dich mit meiner nächsten Kreation übertreffen würde, während du nicht einmal ein Messer besitzt. So, nun geh mir schon aus den Augen, ich habe zu arbeiten. Indem du bessere Ausrüstung anlegst, kannst du die Werte für Kunstfertigkeit und Kontrolle sowie den Maximalwert deiner Handwerkspunkte HP steigern. Kunstfertigkeit beschleunigt die Synthese, Kontrolle erhöht die Chance auf hochqualitative Gegenstände, Handwerkspunkte symbolisieren deine Ausdauer bei der Synthese. Du solltest deine Ausrüstung also jeweils an die Erfordernisse der Synthese anpassen, um größere Erfolge zu erzielen. So, das ist eigentlich relativ egal, weil das haben wir beide schon mal hergestellt. Es ist beides nicht wichtig, was wir hier bekommen. Das ist alles meh. Ja, furchtbar, diese Wusi immer. Immer diese Wusi. Wir können direkt die nächste Quest machen, guck mal. Linsgard braucht jemanden, der Ingram bei einer großen Bestellung hilft. Hallo, ich habe mich noch gar nicht für letztes Mal bedankt. Gute Arbeit, wenn du gerade Zeit hast, habe ich wieder etwas Neues für dich. Wie wär's? Du erinnerst dich an Ingram, oder? Deine Forelle hat Wunder bei dem Kerl bewirkt. Seit dem Vorfall rackert er sich von früh bis spät ab. Deswegen habe ich ihn als Vertrauensbeweis sozusagen mit einer großen Bestellung beauftragt. Leider war das wohl etwas zu viel für ihn. Alles, was er in die Hand nimmt, schmeckt normalerweise ausgezeichnet. Das Problem sind die Dinge, die er nicht in die Hand nimmt. Um es klarzustellen, wir reden hier nicht von einer vergessenen Prise Salz oder einem Croton, der nicht in die genormte Größe hat. Er hat das Hauptgericht vergessen. Das Hauptgericht! Ich kann es immer noch nicht fassen. 2 Portionen Grilldodo.
Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du sie für ihn zubereiten und ihn bringen könntest. Falls du kein Dodo-Experte bist, hier ein kurzer Tipp von mir. Hast du Salz, Knoblauch und Dodo-Brust, entsteht bestimmt keine Dodo-Frust. Hahaha, einen angehenden Experten wie dir sollte das genügen, um einen schmackhaften Dodo zuzubereiten. Ah, die Wusi freut sich, ja, ich merke das schon, die Wusi freut sich immer über mein Leid. Nein, ich muss es ja sowieso machen. Nur kann ich den Leuten jetzt nichts Tolles anderes zeigen. So, zum Beispiel Hauptquest. Aber machen wir die nächste Hauptquest weiter. Dodo-Lendenstück, das ist das Problem. Wir brauchen ein Dodo-Lendenstück. Aber kann man das kaufen? Man kann es kaufen. Den Knoblauch kann man auch kaufen. Den Knoblauch kann man auch sammeln. Ich weiß nicht, wo man den kriegt. Leider. Aber ich glaube, dieses Dodo-Fleisch, das müssen wir auch herstellen. Weil wir haben Dodo-Fleisch. Ich weiß nicht, ob wir noch Dodo-Fleisch im Inventar haben. Weil dieses Lendenstück, ich glaube, das müssen wir schneiden, oder? Kann das sein? Ich sehe nichts, nee. Okay, Moment, wir versuchen das mal zu kaufen. Wir sind hier bei der... Da ist die Gildenlieferantin. Hoffentlich können wir das noch kaufen. Also den Knoblauch können wir kaufen. Da, Dodo-Lendenstück. Ich glaube aber, wir haben irgendwie... Vielleicht bei unseren Gehilfen oder so haben wir das... Das Dodo-Lendenstück. Aber egal, wir machen das jetzt so. Wir kriegen es trotzdem auf hohe Qualität hin. Siehst du, wie ich das hinbekomme? Easy. Direkt 3 Portionen Gild. Oh, bei Kochen stellt man immer direkt viele Portionen her. Das ist ziemlich cool. Lohnt sich richtig, das Kochen. Was willst du denn? Hast du wieder eine Forelle gemacht, mit der du angeben willst, was? Leider bin ich im Moment mit Wichtigerem beschäftigt, als deine kleine Forelle anzustarren. Der Gildenmeister hat mich mit der Zubereitung einer großen Bestellung beauftragt. Ja, hier hast du übrigens dann die 2 Grilldodo, die du noch brauchst. Ja, und ich gebe dir auch die hohe Qualität, um dich zu demütigen. Keine Forelle, sondern gegrillter Dodo, sagst du? Was soll ich denn damit anfangen? Nein, das Hauptgericht. Wie konnte ich das nur vergessen? Und jetzt habe ich auch keine Zeit mehr damit anzufangen. Verflixt, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dein Dodo zu servieren. Ich kann nur hoffen, dass die Qualität der anderen Gerichte den offensichtlich minderwertigen Dodo wieder aufwiegen. Moment, was ist denn das? Das ist nicht von dir, oder? Dieser goldbraune Farbton, der mich so in Verzückung geraten lässt, diese perfekte Oberfläche wie gemalt. Du hast dich selbst übertroffen. Der Gildenmeister würde mir zustimmen, was sonst eher selten der Fall ist. Und dieses herrliche Aroma, genau die richtige Menge an Knoblauch, um den Geschmack des Fleisches zu schmeicheln, ohne ihn zu überwältigen. Das ist einfach beeindruckend. Gegrillter Dodo ist eigentlich ein einfaches Gericht, aber kaum jemand schafft es, es perfekt zuzubereiten. Ich muss gestehen, dass ich mit deinen Fähigkeiten nicht konkurrieren kann. Verdammt, ich übe Tag und Nacht, um meine Fähigkeiten zu verbessern. Jetzt versaue ich meine bisher größte Bestellung und ausgerechnet du kommst vorbei und bringst mir 2 dieser Leckerbissen auf allerhöchstem Niveau, als wäre es das Einfachste auf der Welt. Leider erlaubt es meine Ehre nicht, dir etwas schuldig zu bleiben. Pass deswegen jetzt gut auf. Diese unschätzbar wertvolle Information hätte ich dir sonst nie und nimmer gegeben. Du weißt, was Freibriefe sind, oder? Die gibt es auch für Mitglieder der Gourmet-Gilde. Sie nennen sich Fertigungserlasse und bieten gute Gelegenheiten, deine Fähigkeiten zu verbessern und nebenbei noch ein paar Gild zu verdienen. Wenn du Interesse daran hast, kann ich dir nur empfehlen, mit Temokrit von den Abenteuergilde zu sprechen. So, das war's. Nun geh mir aus den Augen. Okay, dann machen wir mal das hier. So, und kriegen eine Bronzekasserolle. Nice. Da 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 da. Bam 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 bada. Wir können sogar noch einen Quest machen, guck mal an. Wir können noch einen Kochquest machen. So, jetzt haben wir neue Klamotten an, jetzt sind wir noch besser. Linsgard möchte, dass du mit Ingam sprichst, der schon wieder eine Bestellung verfuscht zu haben scheint. Schön, dich zu sehen, Potato. Du scheinst ja gute Dinge zu sein und fleißig umdrein. Du brauchst deinen Finger gar nicht zu verstecken. Ich habe sofort gesehen, dass die Blessur nur vom Kochen kommen kann. Trage deine Wunden mit Stolz. Sie sind nichts, wofür du dich schämen müsstest. Deine kometenhafte Entwicklung ist für viele Gourmets hier im Restaurant ein Ansporn, ihre eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Nimm zum Beispiel Ingam. Er rackert sich ab, als würde er mit dir um den Gourmetpreis des Jahres kämpfen. Das Problem dabei ist allerdings, dass er schnell zur Übertreibung neigt.
Des Weiteren vertraut er sich mir nur sehr ungern an, obwohl ich ihm immer mit Rat und Tat zur Seite stehen würde, diesen sturen Hund. Kannst du vielleicht kurz mit ihm sprechen und versuchen herauszufinden, was mit ihm los ist? Das ist aber der letzte Auftrag, den wir machen können. Dann haben wir alle drei gemacht. Du schon wieder? Was willst du? Dich wieder über mich lustig machen? Der Gildenmeister hat dich beauftragt. Ja, jetzt fängt er wohl schon an, mich zu bespitzeln. Ich gebe es einfach zu. Hat ja doch keinen Zweck. Gildenmeister Linsgard hat recht. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Du willst wissen, was dieses Mal passiert ist? Ich habe wahrscheinlich gerade einen unserer Stammgäste für immer vergrault. Bei meiner Unfähigkeit ist das auch kein Wunder. Ich wollte ihm zeigen, was ich auf dem Kasten habe und habe ausgerechnet sein Leibgericht Fleisch-Miko-Kebab so richtig versaut. Jetzt will er mit dem Chef sprechen und sich beschweren, so viel zu meiner Mission, den Ruf des Bismarck nicht weiter zu schädigen. Ich kann es zwar kaum fassen, dass ausgerechnet du mir schon wieder aus der Klemme helfen musst, aber für das Bismarck werde ich meinen Stolz ein weiteres Mal hinten anstellen. Könntest du für mich mit dem Stammgast reden? Vielleicht kann man ihn noch irgendwie umstimmen. Er heißt Meti Maga und sitzt draußen auf der Terrasse. Da 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 da. Was willst du denn? Mir den Kebab mit Gewalt reinwürgen? Anders kriegst man den nämlich nicht runter, das steht fest. Oder kommst du vielleicht, um dich im Namen dieses Kebab-Schänders zu entschuldigen? Meine Antwort ist in beiden Fällen die gleiche. Nein, danke. Tatsache ist, dass mir ausgerechnet hier, im Bismarck, der ungenießbarste Fleisch-Miko-Kebab vorgesetzt wurde, den ich je gegessen habe. Der Schuldige muss in hohem Bogen rausgeschmissen werden. Alles andere wäre unverantwortlich. Wenn bekannt würde, dass im Bismarck solche Fuscher arbeiten, wäre der Laden innerhalb kürzester Zeit ruiniert. Wie bitte? Du bist mit der Einschätzung nicht einverstanden? Dann wirst du mich jetzt wohl vom Gegenteil überzeugen wollen, habe ich recht? Sei allerdings gewarnt. Niemand kennt sich so gut mit Fleisch-Miko-Kebabs aus wie ich. Nun gut, bereite mir ein Fleisch-Miko-Kebab zu, aber eins sage ich dir gleich. Ich werde meine Forderung nur im Falle vollster Zufriedenheit nochmals überdenken. Was für ein dummer Typ. Ich möchte ihn am liebsten töten. Nein, Spaß. Ich töte niemanden. Fleisch-Miko-Kebab. Ich wette, dafür kann man die Zutaten nicht mehr kaufen. Dodo-Lendenstück, Paprikaschote. Na, das haben wir alles bei unserem Typi. Die Sachen haben wir alle bei unserem Typi. Oh, kann man die hier auch... Dodo-Lendenstück kann ich auf jeden Fall kaufen. Aber die anderen Sachen auch bestimmt. Aber die sind mega teuer dann hier, ne? Die sind bestimmt mega teuer. Rubin-Tomate 16. Ja gut, meinetwegen. Und was war das andere? Wo ist das andere? Paprikaschrote da. 24, das ist ganz schön teuer alles. Das kriegen wir hin. Wir kriegen es auch hin auf hohe Qualität, ich bin mir sicher. Ja, wir können das Handwerksfenster erst öffnen, nur erst öffnen, wenn wir das Handelsfenster geschlossen haben. So, dann synthetisieren wir das mal und kriegen das bestimmt easy hin. So, kochen ist sehr einfach. Man kriegt sehr viele Sachen. Kochen geht auch sehr schnell. Wo ist mein Fleisch-Miko-Kebab? Oder hast du etwa schon aufgegeben? Bitte sehr. Hohe Qualität. Oho, du bist also schon fertig. Du scheinst zuversichtlich zu sein. Dann lass uns den Einsatz noch etwas erhöhen. Ich will das Gericht nicht hier testen, sondern direkt in der Küche unter den Augen all deiner Kollegen und des Gildenmeisters. Mach du mal. So, nun werde ich das Gericht im Stil eines echten Küchenmeisters begutachten. Das ist fantastisch! Ein herrlicher Geruch, wunderbar saftig, perfekt im Geschmack. Das ist eines der besten Kebabs, den ich je kosten durfte. Mir, dem Kebab-Konnoisseur schlechthin. Glaube mir, bei diesem Gericht kann man viel falsch machen. Schau dir einfach den letzten Kebab an, der mir gerade vorgesetzt wurde. Und du weißt, was ich meine. Deiner hingegen war perfekt. Sofort nachdem dein Kebab meine Lippen berührte, fing die Geschmacksexplosion an. Deshalb gebe ich auch gerne zu, dass du meine Erwartungen weit übertroffen hast. Alle Zutaten im perfekten Zusammenspiel zu sehen, mir könnten fast die Tränen kommen. Ein wunderschönes Ensemble.
Ich werde, wie versprochen, meine Forderungen bezüglich seines Kollegen nochmal überdenken. Mit einer Persönlichkeit wie dir in derselben Küche kann selbst der größte Stümper in Rekordzeit zum Gourmet werden, da bin ich mir sicher. Dank dir ist das Bismarck auch in Abwesenheit des Gildenmeisters Linsgard in guten Händen. Richte Meister Linsgard aus, dass er bei deiner Ausbildung sehr gute Arbeit geleistet hat. Das Bismarck wird ohne Zweifel noch lange Zeit ein Gourmet-Erlebnis der Extraklasse bieten. So. Und das findest du schön, Wusi? Ah, Potato, du kommst gerade richtig. Ich habe bereits von deiner Heldentat gehört. Unser Stammkunde Metimaga soll ein Lächeln der Verzückung auf seinen Lippen gehabt haben. Das schaffen nicht viele. Das hast du sehr gut gemacht. Ich habe gerade mit Ingram gesprochen. Erstaunlicherweise hat er sich in meiner Anwesenheit selbstkritisch geäußert und sich außerdem für deine Hilfe bedankt. Wer hätte das gedacht? Ich habe ihn gefragt, warum er es dir nicht persönlich sagen will, aber sein Stolz ist noch zu sehr verletzt. Es würde nur wieder trübselig stimmen. Ich hoffe, du siehst ihm das nach. Er hat viel durchgemacht in letzter Zeit. Ich habe ihm auch noch gesagt, dass unsere Kundschaft zwar wichtig ist, aber nicht wichtig genug, um ihr vorschreiben zu können, wen ich rauswerfen soll. So etwas bestimme nur ich ganz alleine. Jeder macht Fehler und ich garantiere dir, dass bei mir noch niemand seinen Job verloren hat, nur weil er ein oder zwei Aufgaben nicht zur vollsten Zufriedenheit erledigen konnte. Meine wichtigste Aufgabe ist und bleibt das Training von halben Portionen wie euch. Auch wenn sich ab und zu ein paar besonders schwierige Gäste aufspielen und glauben, sie könnten den Ruf des Restaurants so einfach ruinieren. Die Zukunft des Bismarck muss schließlich auch sichergestellt sein. Am Ende bewahre ich durch die Ausbildung von Gourmets und die Weitergabe meines Wissens doch nur das Vermächtnis der Gourmet-Küche für die nächste Generation. Genau das ist auch mein Ziel, die Leidenschaft des Kochens für alle Zeiten zu erhalten. Deswegen gibt es für mich auch nur einen wahren Grund, jemanden zu entlassen, wenn diese Person aufgehört hat, ein Gourmet sein zu wollen. Keine Sorge, das wird niemals auf Leute wie dich zu treffen. Du hast deine Fähigkeiten schon reichlich unter Beweis gestellt und ich hoffe, dass ich deine Kochkünste noch so ums andere Mal bestaunen kann. Weiter so. La, 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 la. So, Quest ist erledigt. Wir haben keine Quest mehr, die wir hier machen können. Ich update mal eben kurz meine Ausrüstung und dann wechseln wir rüber zur nächsten Klasse, wo wir die Quest machen müssen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir dann wieder einen anderen Ort reisen müssen für. Aber ich glaube, es gibt hier keine... Ach doch, Fischer. Fischer müssen wir noch machen. Moment. Wir müssen noch den Fischer machen. So, dann gehen wir zur Fischergilde. Da haben wir nur einen Quest, glaube ich, oder zwei. So, und schauen wir mal. Zwei offensichtlich. Sisipo hat in der Fischergilde einen neuen Auftrag für dich. Ausgezeichnet. Du riechst wirklich penetrant nach Fisch. Daran erkennt man, ob die Frischlinge viel geübt haben, wenn man sie eine Weile nicht gesehen hat. Gut gemacht, Potato. Aber Übung allein macht noch lange kein Meister. Das Fischen ist weitaus komplizierter. Fischer sind schlauer, als man denkt. Sie wissen genau, was in den Köpfen der Fischer vorgeht. Ja, das ist mein voller Ernst. Du musst genau wissen, welcher Köder der richtige ist. Du musst den Fisch dazu verführen, anzubeißen. Du musst den Kampf zwischen ihm und dir so ernst nehmen, als hinge dein Leben davon ab. Nehmen wir zum Beispiel den Hafenhering. Wenn du diesen Fisch mit Wattwürmern fangen willst, springt er aus dem Wasser und lacht dich aus. Du kennst doch bestimmt fliegende Fische, oder? Dann kennst du jetzt auch den Grund dafür, warum sie das tun. Wie auch immer, als Köder sind in dem Fall Pillendreher am geeignetsten. Probier es einfach aus und fische drei Hafenheringe für mich. Als Fanggrund würde ich dir Limsa-Lumsa empfehlen. Achso, außerdem ist es auch nicht ratsam, mehrere Stunden an derselben Stelle zu angeln. Die Fische werden nach einer bestimmten Zeit vorsichtiger und beißen nicht mehr wie am Anfang. Oh, habe ich das schon erledigt? Habe ich die schon? Ja, ich habe die schon. Hast du die drei Hafenheringe gefangen? Wenn du dein Glück in den Fanggründen Limsa-Lumsa versuchst und Pillendreher als Köder benutzt, solltest du keine Probleme haben. Ich habe genau drei Stück. Perfekt. Sehr gute Arbeit, Potato. Wusstest du übrigens, dass die Fische, die du gerade gefangen hast, meist in Salz eingelegt auf dem Speiseplan von vielen Seemännern stehen? Du hast alles gegeben und bist siegreich heimgekehrt. Dein Ehrgeiz erinnert mich an die gute alte Zeit. Ich hatte damals so manchen legendären Kampf gegen sagenumwogene Fische. Oh, was kommst du denn schon wieder her? Ist das etwa eine Art, seinen Gildenmeister zu begrüßen? Ja, wenn du entsprechend begrüßt werden willst, musst du auch so arbeiten wie ein richtiger Gildenmeister. Ohne Fleiß kein Preis. Aber Sisipo, geht man so mit einem alten Mann um? Als ich noch jung war und die sieben Meere bereist habe, habe ich mehr Fische gefangen, als du in deinem ganzen Leben gesehen hast. Was willst du denn noch von mir? Soll ich einfach so weiterschuften, als wäre ich noch ein Jungspund?
Naja, wenn du jetzt einfach alles hier schleifen lässt, verschwendest du deine ganzen Erfahrungen, anstatt sie an jüngere Fischer weiterzugeben. Potato, pass gut auf. An seinem Verhalten darfst du dir kein Beispiel nehmen. Der Fisch will ernst genommen werden. Vergiss das nie. Ich hoffe, du hast das verstanden. Denk daran, dein Fischernotizbuch so oft du kannst zu benutzen. Wenn du am Anfang den Inhalt des Notizbuchs nicht verstehen solltest, ist das kein Problem. Das Verständnis kommt mit der Erfahrung. So, damit endet deine heutige Lehrstunde. Gib weiterhin dein Bestes und verbessere dein Können so gut du kannst. Ich werde inzwischen einen weiteren Auftrag für dich vorbereiten. Aufzeichnung über deine Bestleistungen in den jeweiligen Kategorien findest du im Fischernotizbuch unter Rekorde. Die Orte, an denen die jeweiligen Fische gefangen werden können, findest du im Fischerverzeichnis. Fischverzeichnis. Bam, bam. Na klar, ich bin doch immer da für die Wünsche meiner Zuschauer. Wenn meine Zuschauer sagen, ich will aber das sehen, dann mache ich das. Ich frage nicht Bootskauf. Sisipo möchte neue Fischerboote kaufen. Achso, das ist aber nicht für mich ein Boot, ne? Sisipo hat wieder eine neue Aufgabe für dich, weil ich wurde gespoilert. Quasi wurde ich gespoilert, weil guck mal hier. Fischernotizbuch. Auf hoher See. Haha, guck mal da. Eine Karte von einem Schiff. Es gibt ganz viele verschiedene Orte auf der Hohen See. Man hat scheinbar einfach ein Schiff und kann vom Schiff aus angeln. Sisipo hat wieder eine neue Aufgabe für dich. Okay. Hallo Potato, wie geht es mit deiner Ausbildung zum Fischer voran? Hast du schon ein paar harte Kämpfe hinter dir? Denk dran, du befindest dich immer noch in der Grundausbildung. Nimm dir bloß kein Beispiel an Vavalago und daran, wie er den ganzen Tag faulenzt. Ich habe allerdings gemerkt, dass dies bei dir wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Du hast schon viel an Land gezogen und möchtest dein Können bei einer etwas schwierigeren Aufgabe unter Beweis stellen. Habe ich recht? Das ist lobenswert. Ich denke auch, dass du nun in der Lage bist, etwas größere Fische zu fangen. Gib einfach dein Bestes. Ich denke, du solltest dich dieses Mal an einer Prinzessinnenforelle versuchen. Ein Exemplar sollte reichen. Als Fischgrund kommt eigentlich nur der Schurkenstrom im zentralen Nanoskea in Frage. Dieser Fisch knabbert besonders gern an Krebsfleischbällchen. Bereite dich gut vor und bring dir ein Prachtexemplar. Aber versteh mich nicht falsch. Die Größe ist nicht wichtig. Sieh mich an. Wenn du deine Wahrnehmung erhöhst, fängst du leichter große Fische. Die Größe eines Fisches wird nur beim Angeln unterschieden. Fische aller Größen werden im Inventar zum gleichen Gegenstand. Ach so, aber hä? Auch große Fische? Also die großen? Also, weil ich hab den Fisch schon, also ich kann den abgeben. Was machst du denn hier? Zieh mir eine Prinzessinforelle aus dem Schurkenstrom in zentralen Lanoskea. Als Köder kommen nur Krebsfleischbälle in Frage. Stimmt doch gar nicht. Es gibt auch andere Köder, mit denen ich die gefangen habe, glaube ich. Okay. Was für ein Fang, ein wahres Prachtexemplar einer Prinzessinnenforelle. Darüber kann man sich wahrlich nicht beschweren. Aber auf die Größe kommt es ja eigentlich gar nicht an, wie man an mir sieht. Nicht schlecht. Bei dem Anblick möchte man sofort den Grill anfeuern. Wenn ich es mir recht überlege, habe ich heute noch gar nichts gegessen. Eine gegrillte Forelle käme da genau richtig. Das wäre eine wunderbare Idee. Warum nimmst du den Fisch nicht sofort mit nach Hause und machst es dir gemütlich, du elender Schmarotzer. Sisipo, du schaffst es wirklich immer wieder, mir den Tag zu verderben. Was denkst du denn? Potato hat den Fisch für mich gefangen. Dachtest du wirklich, ich würde ihn dir so einfach überlassen? Den Fisch esse ich natürlich den Fisch esse ich natürlich nur, um dein Können als Fischer besser einschätzen zu können, Potato. Dazu muss man ihn natürlich auch probieren, unabhängig davon, einfach lassen muss, um große Fische zu fangen. Ups, ich habe außersehen geskippt. Man benötigt die richtige Ausrüstung bis hin zur passenden Kleidung. Dazu kommt das Talent, alles perfekt einsetzen zu können. Wer diese Faktoren nicht in Einklang bringen kann, fängt auch keine großen Fische. An der Größe eines Fisches kann ich vieles erkennen. Dein vorhandenes Können, die Leistungsfähigkeit der Angelroute und sogar, dass du beim Fischen die adäquate Kleidung und den richtigen Köder verwendet hast. Du bist wahrlich kein Grünschnabel mehr, Potato. Ich werde allerdings weiterhin mein Bestes geben, um dir noch mehr über das Fischen beizubringen. Leg dich also nicht auf die faule Haut. Und abschließen. Ich frage mich, ob du vielleicht noch etwas bleiben solltest, weil ich glaube, diese Quest da vorne, das könnte eine interessante Quest sein, aber ich weiß nicht, ob du noch da bist. Oh, ich habe noch eine Quest. Ach stimmt, ich bin schon Level 15. Das hier könnte eine interessante... Willst du die Quest hier noch angucken? Weil ich glaube, dann gehen wir auf das Schiff. Filznö möchte dir eine interessante Neuigkeit mitteilen. Hallo, du bist doch Potato, nicht wahr? Wie läuft es mit der Fischerei? Als Neuzugang in der Gilde bist du sicher noch ganz heiß darauf, möglichst viele neue Fische zu fangen. Da habe ich einen guten Tipp für dich. Die Fischergilde hat ein großes Fischerschiff in Betrieb genommen, auf dem die Fischer weit aufs Meer hinaus fahren können, um dort zu fischen. Das Fischerschiff liegt vom Fähranleger hier in Limsa-Lominsa aus ab. Du weißt schon, in der Nähe der Hermetiker-Gilde. Melde dich beim Kapitän Forzagül, wenn du mitfahren möchtest. Das mache ich jetzt mal eben schnell. Weil das will ich jetzt sehen. Ich will sehen, wie wir auf hohe See gehen.
Ich will sehen, wie wir auf hohe See gehen. Hier vorne müssen wir hin, Fischers Bodden, da vorne. Das Schiff, das, auf dem Schiff reisen wir? Nee, oder? Nee. Das ist nicht das Schiff. Oder? Ist es das Schiff? Nee, wo müssen wir denn hin? Wir müssen ganz da hinten hin. Moment, da teleportieren wir mal ganz kurz. Da müssen wir mal ganz kurz hier vorne. Ah, ja klar. Hermetiker-Gilde, ja, okay. Ah, das ist ganz schön weit weg. Da können wir teleportieren. Ich will zumindest das Schiff noch sehen. Das wäre doch was. Schauen wir mal. Lala. Wir sprinten. Ja, ja, ich weiß doch, dass du früh aufstehen musst. Auf große Fahrt heißt es hier. Oh, hallo, willst du mit mir auf große Fahrt gehen? Ich bin Förzagil, der Kapitän der Endeavour. Bei der nächsten Fahrt werden wir die bekannten Routen verlassen und einfach dorthin segeln, wohin uns der Wind weht. Neue Entdeckungen entgegnen. Aber Kapitän, das geht doch nicht. Wir haben doch nur ein einziges Fischerschiff. Wenn ihr damit völlig frei auf dem Meer herumfahrt, können sich die anderen Fischer die große Fahrt abschmieren. Abschminken übrigens, aber egal. Verzeihung, dass ich mich einmische. Ich bin, aus unaussprechlicher Name, Driscutota, ebenfalls ein Mitglied der Fischergilde. Die Freude am Fischen führt oft dazu, dass unsere Gildenmitglieder ihr Gefühl für die Zeit verlieren, wie man an Meister Vavalago und auch allen Kapitän Förzagil sehen kann. Deshalb kümmere ich mich um die Anmeldung und die Planung. Unser von der Gilde betriebenes Fischerschiff heißt die Endeavour. Es legt zu festgelegten Zeiten ab, fährt jeweils eine von mehreren möglichen Routen und kommt dann wieder hierher zurück. Wenn du wissen möchtest, welche Route das Schiff als nächstes nimmt, kannst du mich danach fragen. Ich zeige dir dann gerne den Fahrplan der Endeavour. Selbstverständlich muss sich nicht nur der Kapitän an den Fahrplan halten, sondern auch alle Fischer. Wenn nicht pünktlich ist, muss leider bis zur nächsten Fahrt warten. An Bord musst du dich um nichts mehr kümmern, außer ums Fischen. Hier, probier doch mal den Universalköder aus. Den Köder kann ich für die erste Fahrt wärmstens empfehlen. Da beißen ganz verschiedene Fischarten an. Der Köder müsste locker eine Fahrt lang halten, aber du kannst natürlich auch andere Köder verwenden. Von deinem Köder hängt ab, welche Fische anbeißen. Es lohnt sich also, verschiedene Köder auszuprobieren. Hier an Land kümmert sich Driscutota um alles, aber an Bord habe ich das Sagen. Speer unterwegs die Lauscher auf, dann kannst du bestimmt noch etwas lernen. Die Endeavour ist bei Förzagil in den besten Händen. Ich helfe dir gerne weiter, wenn du dich für eine Fahrt anmelden möchtest oder Fragen zur großen Fahrt hast. So, wir gehen jetzt auf eine große Fahrt. Ich hoffe, das dauert nicht lange, aber du kannst ja dann währenddessen gehen. Nur, dass du das Schiff mal siehst. Die Anmeldung für eine große Fahrt auf die Endeavour ist alle 2 Stunden Erdenzeit für jeweils 15 Minuten möglich. Das Schiff legt frühzeitig ab, sobald sich 24 Fische angemeldet haben. Oha. Ja, Köder weiß ich schon, wie man die benutzt. Willkommen, möchtest du mit der Endeavour auf große Fahrt gehen? Anmeldung geschlossen. Anmeldung öffnet in 1 Stunde 18 Minuten. Momentan kann ich keine Anmeldung annehmen. Du musst dich bis zur nächsten Anmeldephase gedulden. Oh. Aber cool, die haben hier einen richtigen Fahrplan. Ja gut, dann können wir leider nicht aufs Schiff. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Wusi. Das ist jetzt ein Downer. Schade. Ich dachte, wir können mit dem Schiff fahren. Ich frage mich, ob das Schiff wirklich fährt auf dem Meer. Ob man das sieht, dass es fährt. Oder es einfach nur stehend ist. Tja. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Und wir sehen uns wieder morgen vermutlich. Ja, ich glaube, ich muss morgen wieder Breath of the Wild aufnehmen. So, dann gehen wir noch zur Fischergilde eben und machen noch den letzten Fischerauftrag hier fertig. Und dann werde ich auch den Part beenden danach. Bis morgen, gute Nacht. Oh, Eislichtsamen wurden auf dem Markt verkauft. Das ist gut.
Sisipo möchte dich in der Fischergilde um etwas bitten. Hallo Potato, ich habe eine Bitte an dich. Kannst du mit einer unserer Kunden sprechen? Er scheint ein Seemann, der Quiekern so sein. Wir sollten ihm ein paar Fische beschaffen. Keine große Sache. Leider sind alle unsere Fischer im Moment zu beschäftigt, um seiner Bestellung nachzukommen. Könntest du sie vielleicht übernehmen? Er steht im Eingang der Gilde und heißt Chuchurun. Geh einfach zu ihm und frage ihn, was er haben möchte. Also was ist zum Beispiel eine echt billige Quest? Ja, ich will die und die Fische. Okay, danke, tschüss. Also vielleicht ist noch was Lustiges dabei. Chuchurun Seefahrer, du Fischer, Chuchurun sucht einen Glitzerfische. Chuchurun auf Schiff fahren und Glitzerfisch sehen. Glitzerfisch aus Silber im Meer. Glitzerfisch springt aus Wasser raus. Chuchurun sich fragen, wie Glitzerfisch sie schmeckt. Chuchurun will essen Glitzerfisch. Du bringst Chuchurun 5 Glitzerfische. Ja, du fragen Sisibu, wie Glitzerfische am besten fangen. Chuchurun weiß also nicht einmal genau, was er will. Da fragst du besser beim Gildenmeister nach. Vielleicht ist er wenigstens dazu zu gebrauchen. Gildenmeister Vavalago scheint zwar recht faul zu sein, aber er hat die 7 Meere Eoseas wirklich besegelt und ist ehrlich gesagt eine wandelnde Enzyklopädie, wenn es um Fische geht. Dann fragen wir den mal. Vielleicht hilft der uns jetzt mal weiter. Wenigstens mal so ein Hin- und Herlauf-Quest. Ist ja auch mal was anderes jetzt. Immerhin. Ja, die Quests müssen aber auch nicht gut sein für die Jobs, aber ich finde es cool, dass es welche gibt. Wie bitte? Du willst etwas über Fische wissen? Ich hatte gerade ein wenig Angst, weil ich dachte, du wärst ein Attentäter im Auftrag von Sisipu. Ich hatte vor kurzem ein wenig Hunger und habe mich über Sisipus Dorsch im Schlafrock hergemacht. Ein exzellenter Fisch übrigens. Hoffentlich findet sie das nicht heraus oder mir geht es an den Kragen. Nun gut, zurück zu deinem Anliegen. Du willst also Informationen zu diesem Glitzerfisch. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Dolchfisch. Es gibt nicht allzu viel von dieser es gibt nicht allzu viele dieser fliegenden Fische. Silber und glitzernd, ja, die Eigenschaften passen zu einem Dolchfisch. In Limsalamünsa wird dieser Fisch kaum gegessen, aber auf den Inseln weiter südlich wird aus ihm Fischbouillon gemacht. Außerdem mögen die Leute dort seinen Rogen ganz gern. Ich vermute, dass du ihn im westlichen Lanoskea finden kannst, genauer gesagt in der Nähe des Leuchtturms Braubake. Ein richtiger Geheimtipp, wenn ich das so sagen darf. Allerdings ist diese Angelstelle für Anfänger kein einfaches Pflaster, aber für jemanden wie dich, der sogar das Möwenauge beherrscht, wird es bestimmt kein Problem sein, oder? Einen kleinen Tipp habe ich allerdings noch für dich. Der Fisch, um den es hier geht, ist sehr neugierig. Er springt auf sich schlängelnde Köder am besten an. Du solltest es mit einem Rattenschwanz versuchen. Achso, fang lieber gleich 5 Dolchfische. Man kann ja nie wissen. Ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Dolchfisch bisher. Weil das halt so krasse Voraussetzungen sind. Dann gehen wir mal ganz kurz hier hin. Westlich hieß es, ne? Ist das hier das Westliche? Nee, das Westliche ist hier oben, ne? Da. Ah, hier ist ein Leuchtturm irgendwo. Wo ist denn hier ein Leuchtturm? Hat er westlich gesagt? Oder östlich? Bin ich gerade blöd? Kannst du mir das nochmal sagen? Nee, kann er nicht. Westliches Lanoskea, okay. Angelstelle nahe des Leuchtturms. Ah, okay, Moment. Na, gehen wir da mal ganz kurz hin. Das machen wir jetzt. Ich glaube, der Leuchtturm war hier, ne? Ja. Ich weiß gerade nicht, ob ich hier schon geangelt habe. Ich glaube, hier habe ich noch gar nicht geangelt, deswegen habe ich das vermutlich noch nicht, den Fisch. Das könnte ein Grund dafür sein. Wir müssen mal ganz kurz hier zum Typen, wo man reparieren kann. Ah, ne, das sind Freibriefe. Ist hier niemand, wo man reparieren kann? Doch, hier, direkt vor mir, da. Weil die verkaufen nämlich auch immer die Köder hier für die Region. Rattenschwanz, da. Machen wir einfach mal 50 Stück. So. Dann wechseln wir mal eben kurz den Köder auf den Rattenschwanz schon mal. So, Rattenschwanzköder ausgerüstet. Jetzt gehen wir verstohlen vor, damit uns kein Gegner angreift. Dann gehen wir zum Leuchtturm und angeln. Und ich nehme stark an, dass wir dafür auch wieder das hier nutzen müssen mit dem Geduld. Müssen wir Geduld nutzen? Ich weiß es nicht. Er meinte gerade eben irgendwas, was ich habe. Ich dachte, das wäre eine Fähigkeit, aber nö. War wohl nur eine passive Fähigkeit. Jetzt ist der Part schon wieder eine Stunde gleich. Okay, dann angeln wir mal.
Schauen wir mal. Ich finde es lustig, dass man angeln kann von hier oben. Ups, ich habe die falsche Taste gedrückt. Außer sind Köder gewählt. Ich hoffe, dass. Nee, es ist kein Fisch mehr dran, ne? Doch, ist auch ein Fisch dran. Ich habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Das war ein bisschen blöd, ich geb's zu. Ja, es gibt doch wieder Frameverluste. Jetzt gerade wieder Frameverluste leider. Ich stelle das mal wieder runter. Ich finde aber nicht den Fisch, den ich suchen soll. Vielleicht muss ich halt wirklich mit Geduld vorgehen. Das kann sein. Ja, machen wir mal Geduld. Da muss man aber leider die Ausrufezeichen sehen. Zwei Ausrufezeichen und wir müssen den linken machen. Schauen wir mal. Eine weiße Koralle. Es hüpft und so, aber es ist nicht das, was ich haben wollte, wenn ich ehrlich bin. Wie anstrengend ist das, diese Fische zu bekommen? Ups. Wieder die falsche Taste gedrückt. Wow, ein Dolchfisch, immerhin. Einer von fünf. Warte mal, man kann glaube ich einstellen, dass man nur bestimmte Fische sammelt. Mal gucken, wie das geht. Ich glaube, das haben wir erst später, die Fähigkeit, bestimmte Fische zu sammeln. Das heißt, wir müssen das jetzt so machen, leider. Ja, ich hoffe, ihr habt nichts vor, ne? Das habe ich mit letzten schon mal gemacht, ein, zwei Stunden lang geangelt. Kann man machen, ne? Kann man schon mal machen, aber ist jetzt auch nicht das Spannendste auf der Welt. Aber so funktioniert halt Angeln in dem Spiel. Es gibt später noch Speerfischangeln oder so, also Speerangeln oder Speerfischen, so. Angeln ist das ja nicht. Angeln ist ja eine Art zu fischen. Also Speerfischen. Gibt später auch noch. Das ist dann vielleicht ein bisschen spaßiger, aber das hier ist halt jetzt. Ja, es ist halt ein Angel-Minispiel. Ich drücke die 2 und dann warte ich, bis ich die 3 drücken kann. Mehr ist es nicht.
Ja. Und so sieht Farm aus. Deswegen zeige ich euch das, normalerweise nicht. Ne? Das ist noch die langweiligste Art zu farmen. Bei den anderen Sachen müssen wir wenigstens rumlaufen. Aber wir laufen am Ende eh noch wieder von Punkt zu Punkt zu Punkt um. Ne? Also das ist schon nicht so... Das ist jetzt nicht so krass, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das ist schon sehr langweilig. Aber kann man gut machen, wenn man nebenher ein Video schaut oder so. Und das ist der Grund, warum ich euch das auf YouTube normalerweise nicht zeige, sondern die Berufe selber level, weil das halt nicht wirklich... Es ist spaßig, es zu spielen, aber ich glaube nicht, dass es spaßig ist, wirklich 6 Stunden lang das hier zu gucken. 6 Stunden lang das zu sehen. Ich glaube nicht, dass das spaßig ist. Glaube ich einfach nicht. Und ich glaube, wir schließen die Quest auch nicht mehr in diesem Part jetzt ab, sondern ich beende den Part. Und ich sammle jetzt noch die Fische und dann machen wir das beim nächsten Mal, wenn wir aufnehmen wieder. Dann habe ich ja die Fische im Inventar, dann ist das ja alles gut. Ne? Es dauert nämlich ein bisschen, bis ich die habe. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch da draußen einen schönen Resttag. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich hier vom Angeln. Wie heißt das nochmal? Petri Heil. Petri Heil, ne? Bei Anglern oder so, bei Seemännern. Naja. Wir sehen uns wieder. Bis dann, haut da rein. Tschüss, tschüss.